Hallo zusammen. Ich bin Shawnee Falk und das ist Hairtime. Liebe Grüße aus meinem Wohnzimmer. Da wir in dieser schwierigen Zeit nicht persönlich bei euch sein können, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Wir möchten euch gerne ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Im Kolorationsbereich, im Steckbereich. Und ich bin heute für euch da und möchte euch gerne was im Steckbereich zeigen, sodass ihr das gleich umsetzen könnt, wenn ihr wieder voll durchstarten dürft. Also seid gespannt und bis gleich. Hallo ihr Lieben, unser heutiges Thema ist ein voluminöser Dutt. Dazu fangen wir an, uns die Haarstruktur vorzubereiten. Hier nehme ich immer gerne das Trockenshampoo von VOX Systems, um dass wir wirklich eine super griffige Struktur haben. Habt ihr euch euer Trockenshampoo eingearbeitet, kämmt ihr das gesamte Haar nochmal schön durch. Nun kämmt ihr das ganze Haar nach hinten, damit wir den natürlichen Fall des Scheitels erkennen können. Dazu könnt ihr euch die Kundin auch ein bisschen nach hinten richten oder den Puppenkopf nach hinten. Wenn ihr den natürlichen Scheitel gefunden habt, fangt ihr an, euch vorne ein Rechteck abzuteilen. Hier könnt ihr dann auch super einen Abbinder verwenden. Tada! Jetzt kommen wir zum nächsten Step. Nun arbeitet ihr die ganze Haarpartie nach vorne. Und steckt das Haar mit zwei Klemmen zusammen. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze aussehen soll. So soll das Ganze dann aussehen. Okay. Dann habt ihr ein Haarteil, was ihr euch auseinander zieht. Das ist eure Vorlage, damit ihr wirklich diesen voluminösen Dutt erarbeiten könnt. Was ihr hierzu braucht? Haarnadeln. So, habt ihr euch das erarbeitet? Kommen wir zum nächsten Step. Nun teilen wir uns die Haarsträhne in drei auf.
Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch natürlich unten die Spitzen alle noch schön wegarbeiten. Okay, so schaut unser Dutt aus. Prachtvoll ist er geworden. Jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, was ihr mit dieser Partie vorne macht. Da könnt ihr sämtliche Flechtelemente verwenden und das nochmal schön mit reinarbeiten oder rumarbeiten, je nachdem wie lang das Haar ist. Ich mache hier jetzt ein Flechtelement. Fertig ist unsere Frisur. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß, wenn ihr es ausarbeitet oder nachmacht.